Hallo und willkommen zur nächsten Folge von Star Wars TOP Public Soldat bzw. Frontkämpfer. So, wir machen weiter. Letzte Folge haben wir in den brennenden Wohnungen aufgehört. Jetzt müssen wir zurückkehren zu General Gaza. Dafür porte ich mich direkt mal zum Casino oder zur Cantina. Casino hieß es. Und dort müsste sie dann ja hoffentlich wieder sein. Letzte Folge haben wir eine Menge gemacht. Also wirklich eine Menge, auch ein paar Schiffe befreit und auch nach Korea geflogen. Jetzt machen wir hier weiter. Sind wir jetzt eigentlich mit dem ersten Gebiet fertig oder kommt das hier noch eine Quest? Ich mache den Raketenschub jetzt zumindest absichtlich aus. Okay. War jetzt unnötig. Major, Captain Ferris berichtet, dass Sie und Ihre Piloten erfolgreich durch die imperiale Blockade geflogen sind. Sie treffen bald auf unsere Truppen. Ich bekomme jede Minute ein Dutzend Hologespräche von unseren Leuten in den Wohngebieten herein. Der Chaos-Trupp hat auf Corellia jetzt ein paar neue Anhänger. Geschenkt. Sie sollten sich in Sicherheit bringen. Sie sollen Credit schicken. Ihr müsst die Leute an einen sicheren Ort eskortieren. Wir sind schon dabei. Die Imperialen werden keinen zweiten Schuss abfeuern können. General Rakton will die Stellungen der Republik und des Widerstands in diesem Sektor angreifen. Er hat riesige Infanterietrupps abgesetzt. Der Großteil von Raktons Truppen wird sich durch eine Fabrik im Tal der Arbeit bewegen. Ein guter Ort für einen Hinterhalt. Ich bin dabei. Haben Sie den Chaos-Trupp bemerkt? Wieso unsere Deckung riskieren? Diese Imperialen werden sich wünschen, sie wären zu Hause geblieben. Wir haben drei Widerstandsnester, die im Tal der Arbeit versteckt sind. Und alle sind bereit zu helfen. Hier sind die Koordinaten. Trefft euch mit jedem Nest und sagt ihnen, dass die Operation beginnt. Dann sammelt euch mit allen in der Fabrikhalle. Verstanden? Verstanden. Klingt nach Spaß. Lass mich das allein erledigen. Ich bin dran, General. Wenn ihr euch mit den Nestern trefft, sagt ihnen, der flammende Speer fliegt. Dann wissen sie, was zu tun ist. Okay. Aber immerhin wieder einen Generator nehmen wir natürlich. Jetzt brauche ich das. Jetzt kann ich mich natürlich wieder nicht zum Bahn porten. Ey, wie dumm. Na komm, Lad. Jetzt muss ich extra wieder zur Bahn fahren. Toll. Also auf dem Korea gibt es auch ganz bestimmte Taxisysteme, die meiner Meinung nach auch irgendwie eine der geilsten sind. Ich mache erstmal die Post auf. General Gaza, WG, gute Arbeit. Das könnt ihr euch gerne durchlesen. Wir machen jetzt nicht. Aber oh, das war auch irgendwie lustig, als ich hier beim Impf war. Da waren das echt alles Gegner, da kann man die einfach hier alle platt machen. Und nein, ich zeige jetzt nicht, wie man hier als Imp hinkommt, denn das hier ist Rep-Gebiet only. Aber es gibt nämlich einen kleinen Bug, mit dem man als Imp hinkommen kann. Ich muss sagen, das ist aber ein ziemlich billiger Programmierfehler eigentlich, dieser Bug. Okay, jetzt haben wir es freigeschaltet, okay. Also, man kann halt hier Die klicken Taxiplattformen sind und dann halt hier geöffnet. draufklicken und dann ist man in so einer Bahn, die aussieht wie ein Penis und ja, gut. Die sieht ziemlich lustig aus, aber ich würde sagen, das Idee ist ziemlich geil. Man kann halt hier so fahren. Die schwebt ein bisschen über den Schienen und warum sieht die so ekelhaft aus? Oder wie Dildos auf Schienen. Genau, wie Dildos auf Schienen sehen die aus. Also hier gibt es auch Weichen, die stellen sich automatisch, also du müsst ihr nichts drücken oder so. Je nachdem, welche Route ihr auswählt, stellt sich alles automatisch. Coruscant. Das Problem ist in der Nachricht des Tages, ist, glaube ich, ein kleiner Denkfehler drin, denn das, was da steht, geht gar nicht. Teil der Arbeit. Könnt euch gerne durchlesen, wenn ihr wollt. Vor allem müsste sich das Ding nicht eigentlich drehen. Wäre irgendwie, glaube ich, ein bisschen sinnvoller, ne? Egal. Hier fahren langsam ein. Deutsche Bahn hat wieder Verspätung gehabt. Und Ladebildschirm haben wir auch noch. Republikanische Basis. Okay, dann geht's jetzt weiter. Ja, Kamera. So, das Problem ist jetzt hier dran.
Man sieht aber nicht wirklich, wo man langfahren muss. Also, das ist wirklich ein riesiger Kritikpunkt auch von mir, dass man einfach hier kaum sehen kann, wo man hin muss. Also ein Kritikpunkt wirklich von Korea. Man sieht nämlich, manchmal denkt man nicht, man muss da lang fahren, aber in Wirklichkeit geht es halt da lang und was man einfach nicht sehen kann, wo es ist, weil diese Passagen, durch die wir gerade fahren, super. Ein Schuss und ich falle vom Gleiter, ist richtig. Ich bin noch 48, sehe ich gerade. Ach du Scheiße, ich muss irgendwie noch 50 werden im Let's Play, das schaffe ich ja bestimmt nicht mehr. Das wäre geil. Hier steht ausgezeichneter Schutz, ein Schuss und ich falle runter. Also dieses ausgezeichnete Schutz ist totaler Quatsch, das funktioniert gar nicht. Oder muss man dafür irgendwas drücken oder so, steht aber auch nicht da. Warum gucke ich ja dort eine Kartellmarke? Da ist sowieso nichts Neues drin. Kommt sowieso erst wieder Dienstag oder Mittwoch was Neues rein. Och, sag mal, Alter, was soll denn das jetzt hier? Auch schon wieder ein Schuss und ich falle runter. Was soll denn der Quatsch? Dann sollte er es da nicht hinschreiben mit dem ausgezeichneten Schutz, wenn er gar nicht stimmt. Ich meine, ich sehe keinen Schutz, wenn ich hier bei einem Schuss direkt runterfalle. Das ist für mich kein Schutz, vor allem, weil der ein Level unter mir ist. Der ist 47. Und der ist 48, aber trotzdem. Wenn ich Stufe 1 bin und am Stufe 1 Gegner vorbeifahre, dann werde ich auch nicht direkt vom Gleiter geschmissen. Oder mit 10 an einem 10er Gegner. Also das finde ich immer ein bisschen doof hier. Also das ist irgendwie auf Korea ist das irgendwie Standard, dass man immer wieder vom Gleiter fliegt. Oh Gott. Moment, da war da auch noch ein Schnellreisepunkt. Habe ich die gerade freigeschaltet? Anscheinend. Wie komme ich denn jetzt noch da hin? Nee. Jedenfalls, ich glaube, ich bleibe jetzt einfach mal aus dem Franz-Forum von Ahakuma raus, weil dann schreibe ich da wieder irgendwelche Müllsachen rein, weil ich einfach kein Französisch kann. Ich gucke jetzt sogar, das sieht ja aus wie ein Feuchtigkeitsoperator. Wir sehen jetzt auch schon wieder alles in Flammen. Also, ja, hier ist, glaube ich, ein bisschen was passiert. Aber wie komme ich denn jetzt nach da unten hin, verdammte Kacke? Weil der Weg führt mich ja nach oben, ne? Oben, ne? Oder? Ja, der führt mich nach oben. Oh shit, wie komme ich denn da jetzt hin? Gute Frage, nächste Frage. Wie komme ich da jetzt hin? Ich meine, jetzt bin ich schon mal ein Gebiet weiter, aber trotzdem, das ist so eine Kacke mit dem Hin- und Hergefahre hier. Oh nee, wieder Gegner. Warte, warte. Wow, ich bin jetzt mal nicht runtergeflogen. Ich bin nicht runtergeflogen vom Gleiter. Oh. Okay, hier kann ich langfahren, okay. Das ist wahrscheinlich wirklich doof, man kann manchmal echt nicht sehen, wo man langfahren muss und halt im schlimmen Fall nimmt man halt den falschen Weg und dann ist man irgendwo in der Pampa und muss dann erstmal wieder zurückfahren. Zum Beispiel dieses Gebiet hier oben, das ist nämlich, also hier gibt es nämlich auch was, aber das ist ein geheimes Gebiet. Habe ich schon mal in einer Agentenfolge gezeigt, in irgendeiner, wie man da hinkommt, das ist nämlich so ein Gebiet, ich glaube, das wurde irgendwie aus dem Spiel rausgenommen oder so, weil das ist nämlich genau das gleiche Gebiet, was beim Schwarzen Loch ist. Oh, guck mal, Wissensobjekt. Und da müssen wir auch hin. Och, komm, ey, scheiße, jetzt habe ich den Gegner da gezogen, ey, kacke. Koreanische Rebellion. Hoffentlich konnte ich jetzt das alle durchlesen. Ich habe jetzt nicht zu früh gedrückt. Aber wie komme ich denn an? Wie kriege ich den jetzt hier weg? Ich komme niemals weit genug weg, dass der weg ist, der abhaut. Gott, scheiße, dann muss ich den besiegen. Oh, diese Attacke, die hat so eine wenige Reichweite. Das macht die Attacke irgendwie auch so ein bisschen kaputt. Die Reichweite, die ist sowas von zu wünschen übrig. Oder lässt sowas von zu wünschen übrig, wenn die sowas von eine scheiß Reichweite hat. Ich glaube, die jetzt in Korea noch in dieser Session hier schaffe. Das glaube ich jetzt einfach mal so. Okay. Das war schon Hendrik. Der flammende Speer fliegt. Bewegung. Dann mal los, Jungs. Zeigen wir den imperialen korellianische Gastfreundschaft. Achso, das war schon. Ruf Franz Kudons Widerstandszelle zusammen. Ne, Widerstandsteile. Ich kann nicht lesen, ey. Schon wieder. Ich finde so viele dumme Fehler hier beim Lesen, ey. Immerhin ist der nächste Ort nicht so weit weg. Widerstandsversteck. Oder ist es jetzt irgendwo oben? Nee. Ist auch nur ein sehr kleiner Bereich. Genau, das ist genau gleich aufgebaut. Genau der gleiche Raum wie gerade eben.
nur ein bisschen anders ausgestattet. Fuck, falsche Richtung. Da muss ich hin. Macht eure Leute bereit. Der flammende Speer fliegt. Sehr gut. Sehr gut. Wir stoßen kampfbereit bei der Fabrik zu euch. Rufschirms. Oh, Alter, wie viel denn noch? Du sagst, dass die auch in der Nähe sind. Aber die sind ein bisschen weiter weg. Schnee, scheiße. Also ab auf die Karre und dann weiter. Also, wie gesagt, hier kommt man nämlich in dieses Gebiet hier rein, was nämlich hier ausgegraut ist. Das war nämlich die ganze Karte hier, auf der kann man das Gebiet auch sehen. Das ist irgendwie versteckt oder rausgenommen worden oder keine Ahnung, weil wenn man nämlich hier hingeht, da ist nämlich die verschlossene Tür. Und wenn man hier auf der Seite ist, wenn man sich hier nämlich hier drin befindet und hier hingeht, dann ist hier nämlich auch so ein Gang, der so führt. Also gesehen, als ob das einfach ein Gebiet ist, was die irgendwie den Entwicklern nicht mehr gefallen hat, die dann irgendwie rausgenommen haben. Weil das ist nämlich, das Gebiet sieht nämlich genau gleich aus wie das schwarze Loch. Ich denke mal, jeder kennt das schwarze Loch. Jetzt haben wir hier die Ritter. Hier ist Soldat. Da müssen wir rein. Auch wieder ein Raum, der genau gleich aufgebaut ist. Diesmal ja hier nicht falsch, diesmal muss ich nach da gehen. Okay, passt. Es ist Zeit. Der flammende Speer fliegt. Darauf habe ich mich schon gefreut. Alle Mann los! Oh, der sieht aber kaputt aus dem Gesicht. Aha. Sprich mit Hendrik. Bis wir diesmal hin. Okay, ich glaube, ich kann mich zurückporten, ne? Ich port mich mal zurück und fahre dann dahin, ey. Och, ist das ekelhaft, ey. Ich muss sagen, ich bin jetzt hier gerade ernsthaft nur von einem Gebäude zum anderen gerannt. Und jetzt darf ich auch noch noch in einem anderen Gebäude rennen. Und zwar da hoch jetzt. Och, ekelhaft. Ekelhaft. Wie soll ich das zeigen? Ich glaube, das kann ich mit dem Soldaten gar nicht nachmachen, weil man braucht nämlich irgendeine Attacke, mit der man schnell ist. Also zum Beispiel jetzt wie beim Agenten zum Beispiel die Rolle oder... Moment, das werde ich aber doch trotzdem haben. Hacken. Hacken kann man immer gebrauchen. Bisschen Geld kann ja nicht schaden. 6 Grades Credits. Oh Gott, das Inventar steht ja fast voll. Scheiße. 1072. Wow, da war ja auf Wasmeer. Habe ich auf Wasmeer Credits bekommen mit der Füllwerkkiste. Fertigungsenergieerzeugung. Oh, fuck, fuck, das ist ein Gegner. Alter. Das lagen Wege immer. Und dann auch noch dieser riesige Raum hier. Komm, welche Hose? Hier kommt eine Hose. Von wann ist Korea jetzt eigentlich? 47 bis 50. 48 sind wir jetzt, also passt noch vom Level her. Ich glaube aber 50 werden wir nicht mehr schaffen. Wage ich so zu bezweifeln. Vielleicht noch durch ein paar Gefährtengespräche, aber ich glaube so nicht mehr. In Ordnung. Alle sind hier. Die Party kann steigen. Wir haben einen Haufen Sprengsätze und Kanonen mitgebracht. Wir sind bereit. Erzähl mir etwas über diesen Ort. Seid ihr wirklich bereit? Macht euer eigenes Ding. Wer kennt diese Fabrik am besten? Hendrik und ich. Wir haben beide vor der Invasion hier gearbeitet. Ja, ich hab mir gedacht, wir sollten möglichst ziemlich viel von der Ausrüstung hochgehen lassen. Die Imperialen mal so richtig in die Luft jagen. Was? Überleg doch mal, Hendrik. Wenn wir hier alles zerstören, wo arbeiten wir dann, wenn die Imperialen weg sind? Wir sind hier, um die Imperialen zu erledigen. Die Ausrüstung so zu manipulieren, dass sie ihnen um die Ohren fliegt, ist der beste Weg dafür. Sabotage könnte nützlich sein. Zerstört nicht gleich alles. Zerstört alles hier. Corellia muss wieder aufgebaut werden. Die Fabrik muss intakt bleiben. Sorry für das Geschnaufen. Hab ich Angst, da steht Risiko. Wir müssen aufpassen, dass wir unseren Feinden keinen großen Vorteil schaffen. Wie ihr meint. Bringen wir einfach unsere Leute in Stellung. Okay. Hendrik, Charo, alle bereit? Wir sind bereit.
Habt ihr noch irgendwelche Befehle, Major? Bleibt zusammen. Keiner spielt den Helden. Kämpft um euer Leben! Wir alle wollen den Imperialen eine Tracht Prügel verpassen. Dazu müssen wir die Linien halten und als Team arbeiten. Wir folgen euch. Sie sollen bezahlen. Geh in Position für den Hinterhalt. Oh Gott. Okay, anscheinend bin ich hinter die Kiste. Hinterhaltsposition. Ja, Kiste, rede mit mir. Rede mit mir, Kiste. Imperialen Streitkräfte, okay. Ja, genau, renn aus meinem Flächenschaden raus, weil das zum Gefährten wieder. Ich finde das mal sogar, dass die Gegner immer zum Gefährten rennen. Wow, und das ist auch wieder schön das gleiche Gebiet wie im Schwarzen Loch. Das ist nämlich die Kommandobasis vom Schwarzen Loch. Genau so sieht die aus. Ich liebe es immer, wenn die immer die Gebiete immer so gleich machen. Mach dich für die imperiale Verstärkung bereit, oha. Und hier spawnen die, okay. Warte ich für die imperiale Verstärkung bereit. Okay, die Verstärkung kommt da jetzt noch. Besiege die Verstärkung. Wo ist die? Wo ist die? Wo ist sie? Wo ist sie? Oha, ein Gegner. Soll wahrscheinlich jetzt der Endgegner sein. Ich meine, jetzt war dieser Quest nicht von mehr auf der Story. Oh, Alter, auf mich zu wirken. Ja, auf zu wirken, Alter. Lass das, ich hasse das. Wow, er ist ja voll einfach. Ich finde es lustig, Soldat gegen Sith. Wenn der Soldat müsste eigentlich bei einem Schlag schon tot sein. Mit dem Lichtschwert da. Was soll sein? Lichtschwert gefällt mir voll. Wo ist Sith eigentlich immer rote Schwerter haben? Und keine gelben. Gelb ist doch eher Jedi. Oder halt so eine Special-Farbe eher. Finde ich ja immer. Ist ja auch in Force Unleashed so ein bisschen so gewesen. Da gab es ja auch so eine schwarzen und goldenen Kristalle. Wir haben es geschafft. Wir haben sie alle besiegt. Jeden Einzelnen. Siehst du? Wir haben es geschafft. Und die Fabrik steht noch. Ich wusste, dass es klappen würde. Ja, ja, schon gut. Das war Stoff für ein Holovid, Jungs. Einfach unglaublich. Ihr könnt stolz sein. Kommt ihr rein nach Hause? Wo bleibt der Dank? Es ist nicht einfach, einen solchen Überfall abzuwehren. Das war gute Arbeit. Habt ihr das gehört? Sogar ein Major von den Sondereinheiten ist beeindruckt. Wir können von Glück sagen, dass ihr uns angeführt habt, Major. Wir brechen besser auf, Jungs. Wir müssen hier aufräumen und weg sein, bevor noch mehr Imperiale kommen. Danke nochmal, Soldat. Wird sein Holo kommen. Chaos-Trupp an General Gaza. Mission abgeschlossen. Der Hinterhalt war ein Erfolg. Ausgezeichnete Neuigkeiten, Major. Rakton wird sich jetzt sicher zweimal überlegen, wo er seine Truppen hinschickt. Locke und ich sind in einem republikanischen Unterschlupf im Axialpark. Meldet euch umgehend für weitere Befehle. Unsere Truppen kommen bald an und wir müssen ihnen eine sichere Landezone freiräumen. Verstanden. Wieso nicht da, wo ich gelandet bin? Gib mir die Information einfach jetzt. Bin unterwegs, General. Sehr gut. Gaza Ende. Okay, sprich mit General Gaza im zweiten Gebiet. Das heißt, sie bauen uns zurück und nehmen die Bahn in das Gebiet 2, die Deutsche Bahn. Hoffentlich ist sie diesmal auch da und hat hoffentlich keine Verspätung. Ist ja leider immer so bei der Deutschen Bahn. Ich muss sagen, ich bin kein wirklicher deutscher Bahnfahrer. Also jemand, der mit der Deutschen Bahn fährt. Also ich fahre allgemein wenig Zug, weil ich auch allgemein wenig weg bin. Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare. Jetzt habt ihr es hoffentlich nicht alle falsch verstanden. Auf jeden Fall. Ja gut, auf jeden Fall fährt sie schon mal los und gibt zumindest ein bisschen Gummi.
Aber als auf dem IC, war das, glaube ich, irgendwie, da gab es auch die totale Enttäuschung. Der ist, ich meine, so ein Ding kann, ich weiß nicht, wie viel Kamera hat so ein Ding fahren kann, aber das Ding ist so lahm gefahren den ganzen Weg und hat es einfach nur deswegen Hauptsache die 8 Stunden sind erreicht oder die 8 Stunden Fahrt. Das war echt ekelhaft. Also ich sag mal so, wenn ICE schnell fahren kann, dann soll er auch schnell fahren und nicht so langsam und nicht total langsam. Also jetzt ungefähr, ja, vielleicht so wie hier jetzt gerade gefahren, also in dieser Geschwindigkeit. Ich würde natürlich ein bisschen, natürlich jetzt in Real Life umgerechnet, aber ungefähr so wie, wenn das Ding jetzt hier eine Kurve macht. So in sehr Geschwindigkeit ist das Ding gefahren. Eine Kurve, nicht zwei. Axialpark. Ungefähr so in der Geschwindigkeit, wie das Ding jetzt hier eine Kurve macht. Und das Ding könnte normalerweise halt so schnell fahren, wie jetzt hier das Ding. Natürlich müsst ihr das jetzt natürlich bei euch umrechnen, aber... Aber das war schon echt traurig gewesen. Ich will jetzt ja auch nicht wieder über die Bahn lästern, aber... das ist halt einfach so. Ich würde sagen, weitermachen wir dann in der nächsten Folge. Bin schon mal hergefahren. Nächste Folge geht's dann hier weiter im Gebiet. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, bis bald und ciao.